Geschrieben von einem wunderbaren Kollegen, der heißt Warren Haynes, der hat viele Jahre in der Allman Brothers Band Gitarre gespielt. Ist auch so eine ähnlich wie ich. Ja, nicht so alt, aber. Die Tonabnehmer sind von 61 Jahren. Ach doch. Falls jemand fragen soll, das ist also keine Heavy Metal Gitarre. Nein. Das Design dieser Gitarre ist von 1963 und wurde entwickelt von einem deutschen Ingenieur, der bei Chevrolet und Pontiac Autos gebaut hat. Und das ist die Heckflosse von Pontiac Firebird. Deswegen heißt die Gitarre Gibson Firebird. Deswegen heißt sie der Firebird. Falls man bei Günther Jauch sitzt, mal sagt, Firebird kenne ich, wollte keinen anzurufen. Weil viele immer Angst haben, wenn ich mit dem Geschoss hier aufschlage. Ich nicht. Und ungekämpft vor allen Dingen auch, der denken sie immer, jetzt ist es laut. Thank you.
man.